Politik und Medien feiern 2022 wieder Hochzeit. Vom ARD-Korrespondenten zum Bundesministerium und dann wieder zurück zum Sender SWR, also wieder zu ARD-ZDF. Also diese Verquickung von Medien und Politik. Ich finde, das muss man auch mal ganz konkret auseinanderbröseln und aufzeigen. Und da habe ich einen Fall entdeckt beim Südwestrundfunk. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung, WIM. Ja, beim SWR gibt es eine Mitarbeiterin, die wieder erscheint. Die ist derzeit Sprecherin im Familienministerium des Bundes, also einem SPD-geführten Ministerium. Giffey war die Ministerin bis vor kurzem. Und davor war die Dame, die die PR-Abteilung des Ministeriums leitete, davor war sie ARD-Korrespondentin. Ja? So, also sie kommt, ich muss das mal bildlich zeigen. Also sie kommt von der Sendeanstalt ARD/ZDF, ist dann, also bei den Medien, ist dann in die Politik als Pressesprecherin des Ministeriums und geht dann in ARD/ZDF zurück. Ja? Naja, sollen ja eigentlich die Medien die Politik kontrollieren, aber da ist es offensichtlich nicht der Fall. Irgendwie hat man so den Eindruck, es gibt ja noch den anderen Fall. In der Vorbereitung zu dem Video kam ja dann noch der Herr Seibert, der Regierungssprecher, der ist ja auch von ZDF. Ja? Und was der jetzt wohl macht, geht er wieder zurück zu ARD/ZDF, um dann ganz neutral über die Bundesregierung zu berichten. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Also diese Verquickung von Politik und ARD/ZDF, das ist das heutige Thema. Und die Dame, die hier wechselt, nennt sich Ulla Fiebig und sie wird, ich nenne das jetzt mal Vizeintendantin. Also da gibt es so eine Struktur beim SWR. Der bedient ja sowohl Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz. Und unter dem Intendanten, das ist der Herr Knifke im Moment, da gibt es zwei Stellen, ja, zwei Stellen noch. Und die eine Stelle davon ist, also bei der Leitung des Senders, die ist regional für Rheinland-Pfalz und die andere Stelle regional für Baden-Württemberg. Ja. Jetzt muss man wissen, dass Rheinland-Pfalz SPD regiert ist durch Malu Dreyer. Ja, da ist Malu Dreyer Ministerpräsidentin, das muss man dabei wissen. Und Vizeintendantin, habe ich gesagt, der offizielle Titel lautet Landessendedirektor oder Direktorin oder Innen, je nachdem. Das war jetzt satirisch, ja. Bitte, ab und zu muss man mir das auch einmal zugestehen, dass ich hier den ein oder anderen Scherz einbaue. Naja, man denkt sich eigentlich, okay, wer kontrolliert hier wen? Eigentlich, also das System ist eine sogenannte Zwei-Bundesländer-ARD-Anstalt, ja. So nennt sich das. Und ich habe das so beschrieben, ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, die Kontrolle des Senders quasi findet statt durch die beiden Landesregierungen mit diesen beiden Vizeposten. Weil die eine Seite, also ganz offiziell ist es regional, ja, aber dadurch, dass die
Der eine Sendeanstalt, der jetzt SPD geführt ist, ist jetzt diese SPD-Frau. Ich weiß nicht, ob sie Mitglied bei der SPD ist, die Ulla Fiebig oder nicht, aber sie spricht für ein SPD-geführtes Ministerium. Ja, hat sie ein entsprechendes Parteibuch oder nicht, spielt da eigentlich gar keine Rolle. Insofern nenne ich sie SPD-Frau. Naja, und das gilt es hier einfach einmal zu erwähnen. Das ist die Situation. Und jetzt ist so, in Rheinland-Pfalz gibt es ja diese Malu-Dreier. Und dieser Posten beim SWR für Rheinland-Pfalz, ja, also dieser Vize-Intendantenposten, so nenne ich ihn jetzt mal, der ist im Moment belegt durch eine Dame, die sich nennt Simone Schellberg. Ja? Und da wurde berichtet durch die Bild bereits 2016, 23.01. Folgendes, ich zitiere, also das ist die Vorgängerin. Ja? Also was jetzt gleich folgt, zeigt, dass sich eigentlich nichts geändert hat beim SWR. Es war vorher SPD geführt, quasi der Teil für Rheinland-Pfalz und jetzt auch. So könnte man interpretieren. Ja? Also die Bild meinte damals schon mit der jetzigen Vizeintendantin böse Gerüchte und die Frage, wie viel Nähe okay ist. Ministerpräsidentin Dreyer hatte sich geweigert, an einer TV-Debatte vor der Landtagswahl teilzunehmen, weil der SWR auch die AfD eingeladen hatte. Der Sender gab nach, lud AfD, FDP und Linke wieder aus. Die stellvertretende Intendantin Simone Schellberg verteidigte die Entscheidung. Über Schellberg heißt es, sie sei, und jetzt kommt's, auf SPD-Ticket in die Chefetage gekommen. Nach Bild am Sonntag pflegte sie jedenfalls einen engeren Kontakt zu Dreyer, als bisher bekannt war. So war die Politikerin bei der Hochzeit der Schellbergs im Herbst 2013 zu Gast. Ja, also die Verknüpfungen, private Verknüpfungen der SWR-Mitarbeiter und der Landesregierung. Ja. Ich gehe mal davon aus, womöglich ist sie auch bei der SPD, aber das steht hier nirgends, war nirgendwo zu recherchieren, aber naja. Zur Erinnerung. Die Frau Malu Dreyer, sie ist sowohl Politikerin, ja, als auch kontrolliert sie die Medien in der sogenannten Rundfunkmedienanstalt. Das hatte ich schon mal berichtet. Sie ist Chefin des Verwaltungsrates beim ZDF und sie hat ihren Staatssekretär als Vize in dem Verwaltungsratsgremium. Also es gibt den Intendanten, ja, nochmal, Intendanten mit den zwei Vizeintendanten, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und darüber gibt es das Kontrollgremium des Verwaltungsrates und dann gibt es noch noch ein anderes Gremium für den Inhalt, also das Kontrollgremium des SWR, also nicht das Führungsgremium, sondern das Kontrollgremium Verwaltungsrat. Da ist ein Staatssekretär nochmal aus Rheinland-Pfalz auch noch drinnen. Ja? Und ich habe ja die Frau Dreyer, habe ich ja mal angesprochen, hatte die Gelegenheit am 9. September dieses Jahres. Und da habe ich sie drauf angesprochen. Meine Frage war, na gut, man hat da nicht so viel Zeit. Ich habe gefragt, Frau Dreyer, wann gibt es denn wieder eine freie Presse? Ja. Oder die andere Frage war, wann beenden Sie die Kontrolle von ARD, ZDF? Ja. Es gab da nicht wirklich eine Antwort drauf. Was soll sie auch darauf antworten? Es ist ja ganz in ihrem Sinne das Ganze. Und jetzt ist es eben noch schlimmer, als ich dachte. Es ist folgendermaßen,
dass auch nicht nur die Kontrollgremien eben sehr Politiker, ja, oder wie soll ich sagen, politisch besetzt sind mit Politikern und Gewerkschaftsleuten, DGB, einige, die ja auch SPD-nah sind, sondern auch die Posten selbst werden durch, ja, durch Mitglieder besetzt, ganz offensichtlich. Also ich weiß es nicht, aber ich gehe fest davon aus, wird ja nicht publiziert, das ist ja Privatsache angeblich. Aber naja, weil wenn man zuerst bei der AD arbeitet, dann im Ministerium arbeitet und dann wieder bei AD arbeitet, naja. Ich finde diese Themen so wichtig, dass ich sie jetzt hier noch einmal im Video bearbeitet habe. Ich habe es auch schon auf der Seite, auf meiner Webseite wim-zeitung.de bearbeitet. Da gibt es auch die Links und die weiteren Informationen. Einfach auf wim-zeitung.de gehen und ja, die sozusagen, ich habe es jetzt genannt, die Hochzeit zwischen Medien und Politik, ja, findet 2022 statt, wieder einmal eine neue Heirat, ja, und da wechselt, wie gesagt, dann die aktuelle Pressesprecherin des Bundesministeriums für Familie dann in den SWR zurück. Ja, und da kann sie ja dann wieder zurückwechseln und wieder hin und her. Ihr wisst Bescheid. Erstmal soweit. Es gibt noch weitere Themen, interessante Themen, die ich aufgreifen will. Und zwar, was die Justiz anbelangt. Da habe ich zwei Dinge entdeckt. Einmal diese Fortbildungen, die es gibt für Justizangestellte. Das ist interessant insofern, weil da in diesen Fortbildungen sich auch Richter befinden und Staatsanwälte, ja, und die ausgerichtet werden von den jeweiligen Landesjustizministerien. Und dann gab es noch die Sache, dass das Justizministerium in Baden-Württemberg eine Ankündigung gemacht hat, dass sie 20.000 mehr Strafverfahren durchführen will, ja, durch die veränderte Gesetzgebung. Vielleicht erfahre ich etwas nächste Woche darüber. Es gibt sehr, sehr gute Chancen. Seid gespannt bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal und beachtet bitte die Spendenmöglichkeiten und die Unterstützungsmöglichkeiten. Danke, bis dahin. Tschüss.